Herzlich willkommen zum zweiten Video zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Schau dir vorher das erste Video an, das findest du auf meiner Internetseite. Im ersten Video findest du die allerwichtigsten Wörter zum Thema Fußball. Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Ein Spiel. Die fettgedruckten Wörter findest du im Glossar. Ich werde sie auch erklären. Du findest das wie immer auch auf meinem Blog. Im Blog findest du danach auch eine Übung. Das Spiel beginnt. Es startet. Der Schiedsrichter, der Unparteiische, pfeift den Anstoß. Schauen wir die ersten Vokabeln an. Der Anstoß. Kickoff. Der Schiedsrichter oder der Unparteiische. Schiedsrichter oder Unparteiische. Referee. Und pfeifen. Pfeifen, das macht der Schiedsrichter mit der Trillerpfeife. Wir fragen uns, wer gewinnt, wer verliert oder ein bisschen anders ausgedrückt, wer trägt den Sieg nach Hause, wer erleidet eine Niederlage, gibt es ein Unentschieden? Ein Unentschieden, das wäre 1:1 oder 0:0 oder 5:5. So, das Spiel beginnt jetzt wirklich. Die rote Mannschaft greift an. Sie attackiert. Sie spielen auf das gegnerische Tor. Und hier wieder die Vokabeln. Angreifen. Griff an, hat angegriffen. To attack. Gegnerisch. Opposing. Oder dann auch das Nomen der Gegner. Plural Gegner, Rival oder Opponent. Und noch die Vokabeln. Eine Niederlage, Defeat. Und das Gegenteil, ein Sieg, die Siege, Victory. Und als Nomen-Verb-Verbindung, eine Niederlage erleiden, oder erlitten im Perfekt, to suffer defeat. Dann haben wir noch Mannschaft oder Mannschaften. Das ist das Team, das gibt es auch auf Deutsch. So, wir schauen die nächsten Vokabeln gleich an, dass es ein bisschen einfacher ist. Ich habe das Wort Dribbeln. Das kommt aus dem Englischen. Das Wort eine Finte. Das ist ein Trick. Und das Wort ist eine Fußballvokabel, also nicht ein normaler Trick. Was kann ich mit einer Finte machen? Ich kann sie antäuschen. Oder täuschen. Das ist ein Bluff, wie man das auch auf Deutsch sagen kann. Und was passiert manchmal, wenn man vor dem Tor ist und nicht aufpasst? Dann gibt es Abseits, Offside. So, wir schauen, wie das Spiel weitergeht. Der Stürmer, diese Vokabel findest du im ersten Video, führt den Ball eng am Fuß. Er hat ihn eng an seinem Fuß. Er dribbelt drei Gegner der anderen Mannschaft aus. Der Stürmer täuscht eine Finte an, also er macht einen Trick, um am anderen Spieler vorbeizukommen. So, und der Spieler links außen, das ist eine Bezeichnung für einen Stürmer, der links außen spielt,
Man kann rechts außen spielen oder in der Mitte spielen. Er flankt den Ball in die Mitte. Aber, tja, das war ein guter Versuch. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war Abseits. So, was gibt es bei Abseits? Wenn der Schiedsrichter pfeift, es gibt einen Freistoß. Ein Free Kick. Es gibt also Freistoß für die blaue Mannschaft. Freistoß heißt, die gefaulte Mannschaft bekommt den Ball und kann schießen. Doch der Verteidiger, hier ist ein Fehler, der Verteidiger der Roten schnappt sich den Ball, also er nimmt sich den Ball und passt ihn auf den Stürmer. Ein perfekter, sehr genauer Pass. Das heißt, wir hatten also Freistoß von der blauen Mannschaft. Doch einer von den Roten hat sich den Ball geschnappt und hat ihn auf einen Stürmer gepasst. Doch der blaue Verteidiger nimmt ihm den Ball ab und passt ihn zu seinem Stürmer. Also der Ball hier geht wieder zurück zum Stürmer der blauen Mannschaft. Und wenn der Ball schnell auf die andere Seite geht, dann nennt man das einen Konter. Wir haben also einen Konter der blauen Mannschaft. Doch kurz vor dem Tor gibt es ein Foul. Es war eine Grätsche. Der Spieler rutscht oder auch grätscht mit dem Bein, um den Gegner zu stoppen. Wie entscheidet der Unparteiische? Er kann eine gelbe oder rote Karte geben. Er gibt Rot und Elfmeter. Der Spieler muss den Platz verlassen und ist im nächsten Spiel gesperrt. Er kann im nächsten Spiel nicht mitspielen. Der Spieler schießt und verwandelt den Elfmeter. Tor! Er verwandelt den Elfmeter, das heißt, der Elfmeter geht ins Tor. 1:0 für die blaue Mannschaft. Der Torwart hat eine tolle Parade gemacht. Das ist eine Parade, er ist weit gesprungen, aber der Schuss war perfekt platziert. Hier ist ein Fehler, tut mir leid, also platziert mit einem T. Jetzt ist die Frage, schafft die rote Mannschaft den Ausgleich zu erzielen? Also den Ausgleich zu erzielen ist von einem 1:0 ein 1:1 machen oder von einem 2:1 ein 2:2. Die ersten 45 Minuten sind gespielt, die erste Halbzeit endet. Nun gibt es eine Pause von 15 Minuten, dann startet die zweite Halbzeit. In der zweiten Halbzeit lernt ihr noch mehr Vokabeln und wir schauen, ob die rote Mannschaft den Ausgleich schafft. Hier hast du nochmal die ganzen Vokabeln. Geh auf meinen Blog, hier kannst du die Vokabeln üben. Du hast hier viele Übungen. Viel Spaß beim Fußball schauen und schreib mir doch unter dem Video, was denkst du, wer wird Weltmeister, wer gewinnt die WM 2014? Dankeschön, bis bald. Und wie immer, ich freue mich ganz, ganz fest über ein Like oder wenn du uns weiterempfiehlst, wenn du deinen Freunden uns empfiehlst. Darüber freuen wir uns. Bis bald und weiterhin viel Erfolg beim Deutschlernen.